So, da bin ich wieder. Ja, und ich würde sagen, wir haben hier die Bitte des Schmieds. Ich würde sagen, wir machen doch. Die Hauptstadt Leuchtenstein ist gefallen. Ich würde das hier vielleicht doch mal machen. Einmal ausprobieren, ob wir in der Lage sind, gegen dort eine Viech da zu kämpfen. Den ersten großen Boss in der Stadt. Würde ich es mal riskieren, ne? So. Gehen wir mal dahin. Vor allem die Käfer brauchen mittlerweile zwei Schläge. Aber ich will es trotzdem mal riskieren, ob wir den einen schon mal besiegen können. Wir haben nichts im Inventar, oder? Außer Dietrich hier. Und halt Essen. So, gegrilltes Fleisch. Maximale Gesundheit erhöht zumindest. Und Wasser, nochmal wegen Ausdauer. Gibt nochmal 8%. Ich hoffe, wir schaffen den Boss. Also allein wird es wohl ein bisschen schwierig, glaube ich, gegen den, aber ich will meine Dings hier verbessern. Mein Flammenaltar, damit wir nochmal weiterkommen. Da hätten wir doch eigentlich was mit Metallschrott. Müssen wir klein machen. Gibt es hier noch mehr? Nee, noch mehr von diesen Dingern gibt es hier nicht. Okay. Aber gut, wir gehen in die Stadt und riskieren unseren. Ja, unseren Kampf gegen den ersten Boss. Mal gucken, wie gut wir uns da schlagen. Also, ich bin zuversichtlich, dass wir es verkacken werden. Vorausgesetzt, wir finden einen Weg dahin. Hier gibt es auf jeden Fall Pfeile. Kupferpfeile, immerhin. Hier nicht. So, wir sind schon mal in der Oberstadt. Hier ist wieder ein verschlossenes Tor. Wie macht man die Tore eigentlich auf? Ach, hier gibt es noch so ein Ding. Das sammeln wir aber nicht ein. Was gibt es hier? Nichts von Relevanz für uns.
Hier sind Untote, okay. Autsch. Kann ich die schnell wieder loswerden? Ich will meine Waffe jetzt nicht zu sehr verbrauchen. Wenn wir da hingehen. Gibt es hier in der Nähe so ein Ding zum Respawnen? Ja, hier. Dann gehen wir da hoch. Dann gehen wir da rein. Beziehungsweise gucken wir mal. Neuer Ort kartiert. Burg Erstein. Quest aktualisiert, erreiche die Hauptstadt Leuchtenstein. Steht da jetzt was Neues? Eine unheimliche Stille hat sich über die Burg Erstein gelegt. Untersuche die Burg, um die Quelle unserer Albträume und der Lichter aus dem Untergrund zu ermitteln. Ah, hier. Hier können wir uns nochmal dingsen. Weg drumherum. So, hier wird gleich ein Boss kommen. Naja, kein Mana-Trank. Sowas brauche ich nicht. So. Jetzt kommt die Frage aller Fragen. Schaffen wir den? Der ist schon sehr, sehr stark. Okay, der drückt. Alter. Okay, das wird ein langer Fall. Autsch. Vielleicht einmal. So, das Kleinvieh. Springt er jetzt hier hin? Ja, super. Autsch, jetzt kommen wir mit. Yeah.
weg. Jetzt hat er wieder den hier gemacht. Der hat aber mehr als eine Dings. Erstmal. Nein! Ah, verdammt! Ja! Wir haben ihn! So, Kleinscheiß noch weg. Jetzt kommt doch ganz Kleinscheiß hier. Plündern. Drei Miasma-Seelen. Ring des Kommandanten. Schlüssel zur Burg Erstein. Adel und Geschichte, neue Geschichte, Geschichtsseite. Ach nee. Ach, da unten stecken die Fett. Jo, wie viele sind denn da? So, das ist die Burg. Gibt es irgendwas Wichtiges? Plündern?
Vergiftete Kupferpfeile, immerhin. Und noch Nägel. Holzscheite. Noch mehr Nägel. Wasser. Hier haben wir einen Eimer, aber den kann ich leider nicht mitnehmen, auch wenn wir einen brauchen. Jetzt will ich es mir mal ansehen, was es hier gibt. Wir nehmen alles mit. Ah, okay, hier kommt man nicht weiter nach oben. So, was war das? Ja, erstmal Holz und Nägel. So, aber da gab es noch... Oh, warte, hier sind noch mehr Nägel. Die sind wichtig. Die brauchen wir aktuell, sehr viele. So, gibt es hier noch mehr? Das war aber auch ein langer Kampf mit dem. Ah, okay. Von hier kam der also. Sehr wahrscheinlich. Kurz abwarten. So, jetzt kann man hier durch. Okay, mehr ist hier auf der Etage nicht, aber da ging es noch weiter nach oben. Wo führt das jetzt hin? Okay, hier unten gibt's nichts. Wo führt die Leiter? Was? Mehr ist hier nicht? Nein, da komme ich nicht hoch. Schon ein bisschen enttäuschend. Ich habe jetzt mehr erwartet. Egal, wir porten uns mal nach Hause. So, wo war denn das? Da. Zu Hause Stufe 4, Schnellreise. Machen wir das mal. Also, genau, draußen war die Werkbank, ne? So. Stärke der Flamme. Ich finde es schade, dass ich das hier nicht machen kann. So, wir haben hier jetzt den Brut-Irrlichtwurm. 15 Kupfererz, 15 Bernstein, 15 Indigo-Pflanzen, 10 Funken, 15 Myzel und 15 Schleim brauchen wir. So, ich packe den Kopf mal hier mit rein.
So, hier ist leer. Hier haben wir aber noch ein bisschen was. So, Metallschrott haben wir irgendwo hier. Haben wir wieder 25. Wo hatten wir Nägel? Ah, Äste haben wir auch auf jeden Fall. Und Holz. Hier waren die Nägel. Okay. Schleim. Warte mal, wir gucken erstmal, haben wir 15 Mützel. Ich würde alles dann mal in diese Kiste hier vorne packen. So, Mützel haben wir nicht in der Kiste. Auch nicht in der. Hier ist leer. Haben wir sie hier? Nein. Hier ist Lebensmittel. Hatten wir keine Myzelkiste? Hier haben wir Indigo. Da müssen wir noch ein bisschen was hinzufügen, also noch was finden. Dann hätten wir da eigentlich eine Kiste noch mal frei für irgendwas anderes. Hier, das ist doch Myzel, oder? Ja. So, was haben wir hier noch? Funken. 10 Stück brauchen wir. Ich dachte, da hatte einer jetzt ein Fragezeichen. Oh, da haben wir sogar. Passend. Teilen wir nochmal. Und noch einmal. So. So. Hier bräuchten wir zum Glück nur 10. Was brauchen wir noch? Schleim haben wir nicht. Bernstein und Kupfererz. Wo hatten wir Kupfererz? Hier. Hoppala. Und Bernstein. Hier haben wir keinen Bernstein. Hat man es hier drinne? Nein. Der hier ist ja jetzt leer. Auch leer. Hatten wir nicht eine Bernsteinkiste? Haben wir den Bernstein verbraucht? Ne, hier. Wir haben nur einen. Okay. Ist nur die Frage, wo finden wir Bernstein? Schleim. Wie machen wir nochmal Schleim? Warte mal, ich glaube, ihr braucht einen Balthasar dafür, um Schleim zu produzieren. Balthasar? Schleim. Hier. Erde, Miasmaflüssigkeit und Insektenstaub. Hier haben wir Insektenstaub, nur eins. Erde, Blutlingsbeine, daraus können wir bestimmt Insektenstaub machen. Und wo haben wir Miasmaflüssigkeit? Wo hatten wir das denn getan? Okay, so Insektenstaub. So, und Schleim. 1, 2, 3. Jetzt brauchen wir wieder Miasmaflüssigkeit.
Miasma-Pfeil können wir herstellen. Unter Jägerin, okay. Das heißt, wir müssen noch einmal dahin. Ins Miasma-Gebiet. Oder warte, hier haben wir auch. Gleich um die Ecke. Hier könnten wir auch Myzel bekommen. Hier. Der hat da was erlegt, aber okay, hier gibt's nichts dergleichen. Wollen wir mal ganz kurz gucken, wie viel Myzel haben wir? Wie viel brauchen wir? Also 15 brauchen wir. Wir haben 7 Myzel. Dann würde ich von da nochmal ein bisschen was holen. Brauchen wir jetzt eher weniger. Wie viel haben wir jetzt? 11, okay. Das wird wohl reichen fürs Erste. Wir brauchen ja eh nur 15, also Stapel teilen. Okay, nochmal Stapel teilen. Und Kupfererz war das, was wir noch brauchten. Genau, Kupfererz 15. Wir haben aber Kupfer nur 9. Und ich meine, wir haben hier irgendwo in der Nähe auch noch Kupfer gehabt. Ich glaube, wenn wir hier jetzt gleich rechts abbiegen, ist irgendwo Kupfer. Wo war denn das? Lehm haben wir auch zum Glück in der Nähe. Ich sehe jetzt keinen Kupfer. Und Indigo-Pflanzen braucht man noch ein bisschen. Gab es bei denen Kupfer? Eigentlich will ich da nicht rein. Ne, Pflanzenwasser wollte ich jetzt nicht, aber egal. Ah, und hier sind Indigo. Hier gibt's Indigo. Da sammeln wir auch mal alles ein. Werden wir uns auf der Suche nach Dings machen. Flak gibt's ja auch. Ich glaube bei D. Doch, da. Da oben gab's Kupfer. So, bauen wir mal alles ab. Frag mich, wann die Ausdauer hinüber ist. Oder die Spitzhacke. So, einmal hinsetzen. Wie viel haben wir jetzt? 7. Trotzdem gerne ein bisschen mehr mitnehmen davon.
So. Ja, komm. Wie viel Indigo haben wir? 4. Jetzt ist nur die Frage, wo finden wir Bernstein? Da ist Indigo nochmal. Wo geht's eigentlich nach Hause? Wo befinden wir uns? Ah, okay, das ist schon der richtige Weg. Ist das Bernstein oder ist das Lehm? Okay, das ist Lehm. Funken können wir auch hier jedes Mal wieder neu holen. Hier kriegen wir mal 2 Stück. Trotzdem, ich würde wirklich gerne wissen, wo wir Bernstein bekommen. Einen haben wir ja, aber keine Ahnung, wo die sonst gibt's. Ja, und hier hinten können wir zumachen. So. Stapel teilen. Ah, okay, hätten wir vielleicht. So, 10, so. Naja, und den Kopf können wir auch mal schon mal rüberpacken. So wie das auch noch da rein. So, Schleim haben wir schon mal 3. Und 15, Mützel haben wir. Ist wirklich nur noch Bernstein und halt dieser Schleim, der fehlt. Also, den Kopf wollte ich rüberpacken. Ich pack die auch mal rein. So, hier haben wir Stein. Wo hatten wir Lehm? Irgendwo hier, meine ich. Nee. Hier. Hier hatten wir Lehm. Okay. Dann gehen wir jetzt noch ein bisschen Dingens. In Bern. Wow. Was ich heute so gegessen hatte. Ich hatte heute tatsächlich nur eine Brezel und ein bisschen Nocchis gehabt. Also so fährt Nocchi in Spinat und also Blattspinat und so einer Soße. Aber mehr auch nicht. Ich müsste auch irgendwann mal wieder was essen. So, aber jetzt. Sorry, dass ich jetzt erst geantwortet habe. Ich habe jetzt erst auf den Chat geachtet. So. Wir brauchen jetzt jede Menge Miasma-Flüssigkeit. Hiervon kriegen wir keins. Ja, natürlich. Ah,
Dann haben wir den nächsten. Autsch. So, ich bin nur wegen der Flüssigkeit hier, ja? Ich glaube, das müsste reichen, was wir haben. Aber dann muss ich mich wirklich mal nachher auf der Suche nach Bernstein machen. So, hier haben wir die Straße. So, hier sind wir wieder im sicheren Terrain. Sollte man zumindest behaupten können. So. Und so. Wie viel Schleim haben wir? Hoppala. 3. Also noch 12 müssen wir machen. Das will ich nicht machen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nein, jetzt habe ich das komplett durcheinander gebracht. So. So. So, jetzt haben wir es wieder richtig. Den Rest muss ich wieder einsortieren. Wo haben wir was Leeres? Hier. Hier packen wir mal Mützel rein. Hier Kupfererz. Dann hier die Indigos. Was haben wir noch im Inventar? Ja, das wird noch sortiert. Keine Sorge. Aktuell erstmal einfach Hauptsache irgendwo was rein. So, hier haben wir noch einen leeren. Hier packen wir das rein. Und hier den Mist. So, Bernsteinsuche. Steht hier irgendwas, wo ich Bernstein finde? Oder warte mal, habe ich hier irgendwas, was darauf deutet, dass hier irgendwo Bernstein gibt? Höhlenpassage, Dornenfeste. Finde die Schreinerwerkzeuge. Oh, ist sogar nicht weit von uns. Können wir das eben machen? So haben wir hier einen Schlüssel. Also, ein Burg Erstein war das jetzt.
Ah, okay, das ist bei denen da drin. Ich muss da rein. Mal gucken, hat der was? Metallstoff und Leder? Okay. Kommst du da raus? So, alles looten. Nehmen wir alles mit, was die haben. Oh, die Tour ist hinüber. Ich hoffe, die haben hier irgendwo Bernstein versteckt. Ich hasse den. Aber okay, hier kriegen wir wenigstens auch noch Kupfer. Okay. Ja. Lehrlingszauberstab. Schön. Muss in die Richtung. Das ist eine Kupfermine, also. Eigentlich müssten wir schauen, dass wir das hier für uns übernehmen. So. Nehmen wir mit. Ist doch vielleicht da drin, das Werkzeug? Tor zu den Säulen der Schöpfung. Jetzt ist das Ding offen. Okay, da können wir nicht rein, um das Werkzeug zu holen, weil wir keinen Bernstein haben. Woher bekomme ich jetzt 15 Bernstein? Nein! Autsch. Jetzt. Hier
irgendwo muss es doch Bernstein zu holen geben, oder? Gibt es hier eine Bernsteinmine irgendwo? Also Freddy, deine Kommentare, die helfen echt gut weiter. Ich suche hier mal die Ostsee, ja? Dankeschön. Du bist eine große Hilfe. Hier, der Elixierbrunnen fehlt uns auch noch. Vielleicht muss ich hier hinten noch ein bisschen was machen. Hier sind ja noch zwei Fragezeichen. Bei Necropolis. Ich würde mal versuchen, sobald wir gleich wieder zu Hause sind. Ich gehe jetzt erstmal einmal nach Hause. Und welche Quest machen wir? Bitte, die Bitte Schmieds. Ja, da kommen wir aktuell nicht ran. Da kommen wir. Ne, da kommen wir nicht ran. Okay. Zeit für die Ernte. Eine wichtige Untersuchung. Ich würde das hier machen. Ja, Freddy, wenn du mir sagen kannst, wo es hier die Ostsee gibt, gerne. Ich habe die bisher noch nicht gefunden. Und wenn man auf der Map guckt, wirklich weit in diese Richtung kann ich ja noch nicht, weil hier das tödliche Miasma ist. Da. Das heißt, Bernstein muss irgendwo in dem bisher betretbaren Bereich sein. Nur wo genau, kein Schimmer. Aber hier kann ich noch nicht. Das Rote, was du hier siehst, oder rosa, burgunderfarbene, das ist ja das tödliche Miasma. Da kann ich noch nicht hin. Da kann ich noch nicht durch. Und das da ist ja Lehm, was da oben ist. So, was brauchen wir eigentlich hier? Ach, nur rohes Wild. Also wir brauchen nicht einmal... Wir können das einfach reinpacken. Zum Kochen. Wo ist die Lebensmittelkiste? Hier. Das heißt, wir können das. Ja, obwohl, die würde ich noch beibehalten. Und das Fleisch können wir alle da erstmal reinpacken. Und das kocht einfach automatisch. Also.
Okay. So, einen Moment. Ich muss eben kurz einsortieren, was ich bei dir aktuell schaue. Also tatsächlich, ich gucke hin und wieder zum Einschlafen bei Rhythm rein. Weil ich das selber auch vorhabe, noch zu zocken, aber ich schon so oder so viel zu viel schon gespoilert wurde, was bei mir jetzt mittlerweile keinen Unterschied mehr macht. So, ob ich da jetzt reinschaue oder nicht. Deswegen ich da oft reinschaue. Hier, da haben wir was. Haben wir noch irgendwas, was hier rein muss? Hier. Haben wir irgendwo was, wo Knochen reingehören? Ja, da kann ich leider schlecht was gegen machen, wenn der ein oder andere mal einfach meint, so einen Kommentar rauszuhauen, wo die Story einfach mal ein bisschen oder so erklärt wird, welche ich dann natürlich löschen darf. So, die Münzen packen wir auch nochmal da rein. Ich glaube, es wird langsam dunkel. Das heißt, wir reisen trotzdem einmal hierhin. Und suchen mal das Questgebiet. Bis dahin? Hier Würzburg? Von hier unten? Ich hoffe doch. So, da haben wir die Straße. Dann rennen wir von hier weiter. Ich glaube schon, dass wir von hier nach Irwurzburg kommen. Ja. Scheint ein einfacher Weg zu sein. Okay. Also ich würde aber jetzt wirklich gerne mal wissen, wo ich Bernstein bekomme. Also ich brauche das jetzt mittlerweile. Oder ist das da oben vielleicht Bernstein? Ne, das ist Kupfer. So, Irwurzburg erreicht. Okay. Hier waren wir definitiv. Nicht nur einmal. Stufe 15 haben die jetzt. Seit wann haben die hier Stufe 15? Ja, super. Ha!
Nur im Miasma findet man das. So, was ist jetzt mit der Ratte? Schön. So, jetzt aber einmal pennen. Dann gehen wir gleich im Miasma suchen. So, da ist der Ausgang. Das war doch das Dorf von den Wookies, kann das sein? Nee? Das war ein ganz anderes Dorf, okay. Ah, okay, Düsterdickicht. Irgendwas wird empfohlen. Also, hier. Hier muss das sein. Okay. Im Miasma. Danke dir. Dann werden wir da gleich suchen, irgendwann. Naru? Alter, jetzt habe ich mich wegen dem da erschrocken. Ich glaube, man merkt mir an, seitdem ich Outlast gespielt habe, ich bin ein bisschen schreckhafter. Also, ich glaube, das merkt man mir wirklich an. Zumindest ich merke es, dass ich schreckhafter bin seitdem. Ich gehe nochmal oben gucken. Ah, hier gibt es was zu lesen. Von Ermittler Lachlan. Mein erlauchter König, überbringe beunruhigende Nachrichten. Irwurzburg verfällt immer mehr. Es ist, als ob sich eine große Wolke der Krankheit und des Verfalls über das Reich gelegt hat. Die Menschen vernachlässigen ihre Häuser, Straßen und ihre Existenz. Und das alles wegen dieser Substanz, die sie konsumieren und die sie das Elixier nennen. Ich habe Proben aus einer illegalen Destillerie entnommen und untersuche sie gerade. Dieses Elixier scheint die Menschen in Monster zu verwandeln. Ich habe meine Tür jetzt nachts verriegelt. Mysteriöses Fläschchen. Okay, das hängt dann damit zusammen, also mit diesem mysteriösen Fläschchen. Also Essen und Wasser. Wie viel Wasser können wir bei uns mitschleppen, also in einem einzelnen Stack? Nein, jetzt bin ich runtergefallen. Nein! Ich wollte gerade was essen. Verdammt. Oder einen Heiltrank nehmen. Ich sehe gerade nicht, wie viele Heiltränke ich habe. Einen noch. Verdammt. Ich muss wieder welche herstellen. Mein Mikro ist genau da im Weg. Ich muss mal anders positionieren.
So, wo ist der Gifttyp? Da ist der Gifttyp, okay. Ich erschieße ihn einfach mal lieber so. Oder? Verdammt. Ja, jetzt haben wir ihn. So, erstmal alles wieder eingesammelt. Und hier einmal reparieren. Während der Tote da schön liegt. So, was gibt's denn dazu? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir alles mit. So, ach hier. Wir waren hier noch nicht richtig drinnen, meine ich jetzt. Ich glaube, wir waren mal vor den Toren hier. Oh, Dietrich hier, perfekt. Aber noch nicht in der Stadt. Da ist jemand. Hi. Auch eigentlich eine richtig schöne Stadt. Und da geht's ins Eisgebiet. Kupferpfeile, perfekt. Ich müsste eigentlich mehr Kupferpfeile machen. Und von irgendwo Standort unten jetzt. Was haben wir hier? Harz. Position erreicht. Kann ich dieses Dorf hier oder diese Stadt für mich beanspruchen? Hier ist kein Miasma. Da haben wir sie. Die Plünderer Greifermutter. Okay, das ging aber flott.
würde das hier auch gerne für mich beanspruchen. Allein weil es sieht schon schön aus. Vielleicht einmal meine Waffen reparieren. Die Hauptstadt kann man, glaube ich, eher schlecht für sich beanspruchen, weil das ja alles voller Miasma ist. Aber hier ist nichts mit Miasma. Naru? Noch mehr Harz. Noch mehr Dietriche, perfekt. Fellfetzen. Also ich würde das wirklich gerne hier haben wollen. Den Kerker würde ich wirklich so lassen, wie das ist. Oder vielleicht kann man auch so hängende Tote und so weiter auch selber irgendwann als Deko bauen. So, rohes Wildfleisch. Warum haben die eigentlich so viel rohes Fleisch? Ah, hier, das war's doch, oder? Nee. Autsch. Wo war nochmal der Weg da rein? Zu der Tante? Ich glaube schon da drin war das, aber ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ah, hier, das war's. Verdammt. Nein! Okay, wir wissen zumindest den Weg zu der Tante. Aber wie besiege ich die am besten? Gibt es da vielleicht noch andere Möglichkeiten? Vielleicht mit ein bisschen mehr Abstand? Die kommt auf jeden Fall nicht bis zu uns ran mit dem Würfen.
Nice. Okay, erstmal explodieren. So, was hat die sonst bei sich? Hose des Bogenschützen. So, Zaubertunika. Kann man anderweitig sonst noch da hoch irgendwie? Ich glaube, das hier war mal der Thronsaal oder sowas. Toll. So, Giftsack. Nice. Nehmen wir mit. Ja, komm. Da kommen wir nicht hoch, okay. So, was gibt's hier? Perfekt. Heel! Danke für den Raid! Ich glaube, ich habe die Alerts nicht an, oder? Hat man jetzt nicht gesehen, aber ey, danke! Ich wollte eigentlich in knapp einer Stunde nachfragen, wie lange du noch machst, ob ich dann eventuell zu dir rüber gehe. So. So, hier kommt ein fantastischer Raid. Dankeschön. So, ich, obwohl, Hel, du kannst ja selber dir auch einen Shoutout geben, ne? Du bist ja eh Mod. So. Ich weiß jetzt nicht, wie viele hier gerade dabei sind, zuschauen oder so, aber... Ja, wie weit seid ihr denn gekommen? Ich hab, zwischendurch bei den Pausen einmal kurz reingeschaut, ja? Klar, kannst du gerne einen Shoutout geben. Kannst du gerne selber einen Shoutout geben. Ich weiß jetzt echt nicht, wie viele Leute hier dabei waren. So. Und, Hel, ich wollte dich so oder so gefragt haben, ob du demnächst mal Zeit hattest. Siehst durch mit dem Shroud. Ah, okay. Das war's dann. Letzter Stream, ne? So. So, Heidi Hukan. So. Genau, ich hab mir hier hinten irgendwo, wo war denn das? In den, hier, eine Base gemacht, Stufe 4. In der Nähe von der Hauptstadt, Liechtenstein halt. Und ich bin schon mittlerweile mit allem Sachen rübergezogen, aber ich bin noch nicht so weit, das Ding da auszubauen. Da wollte ich dich fragen, hast du demnächst mal Zeit und Lust, mal ein bisschen grinden zu gehen, farmen zu gehen. So. Ich suche hier aber noch irgendwie wegen dem seltsamen Brief. Da muss ich ja was untersuchen. Wo war denn das? Ne, ist schon fertig. Okay. Wenn du Zeit hast, meine ich. Also ist klar, dass du jetzt momentan wegen Uni Stress hast. Also, dass das ein bisschen
zeitlich, also die Zeit ein bisschen beschränkt ist. Aber vielleicht so hin und wieder mal so zwischendurch, wenn du mal eine Pause willst oder sowas. Kriegt man doch sicher hin, ne? Das haben wir fertig, glaube ich dann. Würde ich jetzt noch mal zurück zur Basis reisen. Hier. So, ich habe aber auf jeden Fall bei dir gesehen gehabt, also kurz noch mal reingeschaut gehabt, so während der Pause, dass du schon irgendwo weiter hier im Osten bist. Und ich habe hier auch schon mal ein bisschen vorbereitet, was Kisten angeht. Wie man sieht, für jede Kiste eine Ressource. So, für hier habe ich nichts. Dann habe ich Nägel. Also ich packe das alles immer so da rein. Ah, Subnautica. Warum nicht die magischen Kisten? Ist eine gute Frage. Weil ich... Ich sag ganz ehrlich, ich habe nicht nachgedacht. Und zu spät gecheckt, dass ich erstmal bei ihm... Hier schon die... wo sind die denn? Hier schon die Dinger machen kann. Und nicht genug Miasma-Seelen gesammelt habe. Genauso wie nicht genug Schleim produziert hat. Deswegen. Ich habe aber auch schon angekündigt gehabt, dass ich das dann außerhalb des Streams nachholen werde. Dass die ganzen Kisten hier erstmal ersetzt werden, weil das Farmen hier und so, das wäre ein bisschen, glaube ich, zu langweilig. Das zu sehen und wie ich dann das alles ersetze. So, das ist jetzt auch ein kleines bisschen langweilig, wie ich hier alles jetzt rein sortiere. Aber die magischen Kisten, die kommen noch. Das ist, das habe ich vor, zum nächsten Mal zu machen. Und hier kommen die, Rüstungsteile hin. So, das kann eigentlich zerlegt werden. Ja, ich habe eine ganz komische Strategie. Das Gebäude da, das habe ich so übernommen. Hier direkt an der Hauptstraße. Ich hatte gedacht gehabt, man kann eigentlich auch die Flammenaltäre bis ins Unendliche hier ausbauen. Ist aber nicht so. 160 ist das Maximum. Weil ich auch noch eine geile Idee hatte, dass da hinten so, also hier mit dieser Kreuzung, dass man da hinten ist irgendwo eine Mauer. Die wollte ich in meine Stadt in Anführungszeichen hier mit integrieren. Da vorne ist die Mauer. Also ein Stück von der Mauer oder ein Turm. Ja, das ist das nächste Ziel. Mehrere Altäre. Das wollte ich nämlich Teil meiner Stadt haben. Hier will ich eine ganze Stadt dahin bauen. Und dann halt dieses Schrein hier von den Flammen. Das Ding da. Will ich auch als Teil meiner Stadt haben. Genau, das Refugium. Aber da kommt alles nach und nach. Ich habe ja eigentlich schon da noch einen zweiten im Inventar, also in die Kiste irgendwo drin. So, hoppla. So. Indigo habe ich nicht. Hier habe ich nichts. Ich muss das alles wieder sortieren hier. Leder habe ich irgendwo, also. Und Schrott. Immerhin habe ich wieder Schrott. Das war vorhin bei mir hier richtig Mangelware. So, Knochen. Hier kommen die Köpfe hin. So, 7 Miasma-Sporen. 7 Miasma-Seelen haben wir schon mittlerweile. Und hier Leder. Alles klar, Hel. Danke für den Lurk. So.
ich das nochmal da rein? Und dann wollte ich jetzt mal schauen, wo es Bernstein gibt. Hier im Dings Düsterdickicht. Im Jasmagebiet soll das ungefähr sein, glaube ich. Deswegen mal gucken. Ja, ich mache auch eigentlich nicht mehr lange. Spätestens 1 Uhr wollte ich Ende machen. Denn ich muss morgen zum Glück nicht so früh anfangen. So. Marker erstellen. Ich mache das mal. So. Ah ja, und als Wegpunkt setzen. Ja, bauen, also richtig bauen werde ich im nächsten Stream machen. Mal gucken, wann. Denn Donnerstag findet wieder 7 Days mit Neve zusammen statt. Dann wollte ich ja noch mit Neve, Umut, Brom, Freddy und so weiter noch ein Dings machen hier. Stadt, Land, Fluss, so einfach so ein gemeinsames Stream. Da wollte ich dich eigentlich auch fragen, ob du Bock auf sowas hättest oder eher weniger. Aber aktuell, da Uni-Stress ist, glaube ich eher nicht. Aber trotzdem, ich wollte dich gefragt haben. So. So. Aber bauen definitiv beim nächsten Mal. Da sind wieder Viecher mit Miasma-Seelen. Autsch. Ja, also mit Dings hier, Stadt, Land, Fluss. Da wird noch ein Tag kommen, entschieden. Es steht ja noch nicht fest, wer jetzt wirklich dann zu 100% dabei ist. Also Freddy auf jeden Fall. Heldenschild nehmen wir mal mit. Kettenheilung brauchen wir nicht. Ich bin hier kein Magier, zumindest noch nicht. Großes Bogenschuss haben wir schon wieder. Kann man die stacken, wenn man mehrmals das gleiche hat? So, aber ich wollte jetzt eigentlich wissen, wo ich Bernstein finde. Also hier irgendwo sollen die zu finden sein. Insgesamt in meiner Truhe, in meinen Truhen nur ein Bernstein und ich habe keine Ahnung, wo ich den her habe. Wo könnte das hier vielleicht das sein? Ja! Okay, Bernstein gefunden. Okay, wie viel haben wir jetzt insgesamt? Ja, ich glaube, das wird nicht das letzte Mal sein. Gehe ich mal von aus. Also, ich schaue erstmal. Also, ich habe von meiner Seite aus gedacht gehabt, so, ich mache das auf jeden Fall nach meiner Therapie, wo ich dann für knapp 2 Wochen weg bin. So, vielleicht kann ich noch vom Handy reinschauen. So, bei dir oder bei anderen, bei Brom, Freddy und so. Aber selber werde ich dann 2 Wochen wahrscheinlich nicht streamen. Hier haben wir wieder Bernstein. Okay. Perfekt. Ich weiß jetzt, wo es Bernstein gibt. Ist das hier auch Bernstein? Ja!
Okay, perfekt. Wir haben Bernstein gefunden. Wir wissen, wo das gibt. Finde ich jetzt mega nice. So. Okay, wie viel haben wir jetzt? 19, das reicht. Das reicht vollkommen. Perfekt. Jetzt muss ich aber erstmal hier wieder raus. So. Es kann aber auch sein, dass an dem Tag, wenn wir Stadtland Fluss spielen, der ein oder andere vielleicht früher gehen muss oder später dazukommt. Dann kann man auch sagen, hier vielleicht der ein oder andere aus der Community kann auch noch dazukommen. So. Will mal an denen vorbei. Warte mal, jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, wo ist denn... Ich laufe in die falsche Richtung. Okay, dann reisen wir mal rein. Dann können wir das endlich aufstocken hier, verbessern. So, alles hier einmal raus. Wir haben alles, perfekt. So, was bräuchten wir dann eigentlich für die nächste? Minzpilzfleisch? Fossiler Knochen? Ammoniakdrüse? Zinnerz? Das eine kann ich irgendwie nicht lesen, also, oder aussprechen. Rooibos? Rooibos? Brutmonstrosität Kopf? Okay, jetzt bin ich neugierig. Ja, es ist jetzt blau. Es ist nicht mehr... Okay, hier ist noch immer rot. Das heißt, wir können jetzt weiter nach Osten. Perfekt. Oh, da hat es kurz geruckelt. So, jetzt muss ich aber einmal hier... Ach, der kann weg. Wo haben wir... Habe ich für hier was? Nope. Ne, wo waren Rüstungen? Keine Sorge, das wird alles hier noch sortiert. Das wird noch ganz anders hier aussehen. Das Chaos ist nur jetzt. Hatten wir hier noch irgendwo was Leeres? Hier hatten wir nichts. Wir haben aber Steine. Steine waren... Hier. Und Erde haben wir. Wo haben wir Erde reingetan? Hier. Was hatten wir noch? Tücher. Haben wir eine Kiste mit Bernstein? Ich glaube nicht. Hier ist aber leer. Packen wir das mal hier rein. Und Tränke. Wo haben wir Tränke hingetan? Hier. So. Ich mache hier einmal zu. Die Hütte wird noch umgebaut ein bisschen, also... Zumindest unten die Steine werden noch mal ein bisschen verändert. So. Ich würde jetzt aber noch mal kurz ein ganz kurzes Toilettenpäuschen machen. Ich wäre sofort wieder da.